Wie war das Gefühl, als ihr auf einmal gemerkt habt, oh, jetzt kommen immer mehr Leute im Stream? Also während dem Stream hat mich die ganze Zeit gezittert, weil ich es irgendwie nicht glauben konnte, wenn man so viele Leute im Chat und... Habt ihr mal privat Kontakt mit dem Gronkh gehabt? Leider nicht. Oder nicht? Leider nicht. Leider nicht. Nein. Aber treffen euch denn negative Kommentare oder geht also das da rein und da raus? Am Anfang hat mich schwer getroffen. Ich habe da eine Sprache gehört und Dinge gehört, die ich nicht kannte. Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu diesem ganz, ganz tollen Video. Dennis, wie geht's dir? Ganz toll. Wir haben heute den tollsten und ältesten Gast nach Joyce Ilk bei uns im Studio gehört. Wir haben heute hier die Marmeladenoma. Applaus für Marmeladenoma. Meine Oma und Yannick ist auch dabei. Applaus für Yannick. Wie habt ihr hergefunden? Schön gemütlich mit dem Auto. Also mein Sohn, sein Papa, hat uns ganz toll betreut und gefahren. Habt ihr ein Märchen gehört über die Fahrt oder habt ihr Musik gehört? Genug Märchen in meinem Kopf. Bisschen Musik. Ja. Jetzt erzähl mal, wie kam es denn? Also ihr habt den Kanal ja schon seit 2016. Und wer hatte die Idee? Du Marmeladenoma oder du Yannick, wer hatte die Idee? Ursprünglich hatte ich die Idee, dass wir mal so einen Stream machen können auf Twitch. Damit haben wir auch angefangen. Und dann ging es halt darum, was können wir da machen? Und dann haben wir zusammen eben uns überlegt, wir könnten Märchen vorlesen im Internet. Hat alles er erfunden. Jetzt seid ihr richtige Stars, würde ich sagen, oder? Also ihr habt ja auch einen Webvideopreis gewonnen. Und wie war es denn aus deiner Sicht, dass du einen Preis dafür bekommen hast, dass du Märchen vorliest? Die Goldene Erbse. Ui, was bedeutet das? Vom Märchenlandverein. Ah, schön. In Berlin im Landtag. Abgeordnetenhaus. Aber hättet ihr denn gedacht, dass ihr mal so erfolgreich werdet? Niemals. Nee. Das war eigentlich so ein kleiner Stream, aber ich dachte, das bleibt auch so. Und dann kam eben der Gronkh und dann ist es explodiert. Genau, wir wollten noch zum Gronkh gerade kommen. Gronkh hat euch ja quasi gepusht. Das ist die Marmeladenomi. Kann man das? Die Marmeladenoma. Entschuldigung, die Marmeladenoma. Hier steht es. Marmeladenoma. Und dann einfach mal, vielleicht gehen wir einfach mal rein und sagen was Nettes. Die Dame freut sich bestimmt, oder? Wie war das Gefühl, als ihr auf einmal gemerkt habt, oh, jetzt kommen immer mehr Leute im Stream? Also während dem Stream hat mich die ganze Zeit gezittert, weil ich es irgendwie nicht glauben konnte, wenn man so viele Leute im Chat und einfach fantastisch. Habt ihr mal privat Kontakt mit dem Gronkh gehabt? Leider nicht. Oder nicht? Leider nicht. Leider nicht? Nein. Wir kriegen das sicherlich hin. Gronkh, wenn du uns gerade schaust, schreib uns mal an, wir werden ein Treffen organisieren. Und jetzt auch an euch, liebe Zuschauer, schreibt mal euer Lieblingsmärchen in die Kommentare. Mein Lieblingsmärchen ist ja Hänsel und Gretel. Ui. Finde ich ganz toll. Dann ist dein? Strubbelpeter. Strubbelpeter. Das ist kein Märchen. Was ist ein Märchen? Was macht denn ein Märchen aus? Märchen sind sehr lehrreich, sind vor allen Dingen unverwüstlich über all die Jahrhunderte hindurch. Und die Kinder, manchmal sagen Erwachsene, ach, die sind ja grausam. Aber Kinder unterscheiden da ganz genau. Märchen sind gerecht. Das Gute wird belohnt, das Böse wird bestraft. So sehen es Kinder. Habt ihr denn auch so mit schlechten Kommentaren zu kämpfen? Mit Leuten, die euch was Böses wollen oder so? Oder Yannick, was sagst du? Am Anfang kam halt durch die Trends ein paar mit rein. Aber dann mit der Zeit wurden es immer weniger und dann gibt es eigentlich noch sehr wenig negative Kommentare bei uns. Aber treffen euch denn negative Kommentare oder geht also das Anfang, da rein und da raus? Am Anfang hat mich schwer getroffen. Ich habe da eine Sprache gehört und Dinge gehört, die ich nicht kannte, die mich zutiefst beleidigt haben. Gell? Aber wir haben dann beschlossen, wir ignorieren das, wir machen da nicht mit, das ist unter unserer Würde und dann haben sie aufgegeben. Wenn du jetzt nochmal so 20 wärst, würdest du auch von alleine einen YouTube-Kanal eröffnen? Wahrscheinlich, ja, wenn ich das gewusst hätte. Aber das war ja vor 100 Jahren. Versteht, habt ihr euch immer schon so gut verstanden, ihr beide? Von Zeugdingen. Bist du in der Schule denn auch ein Star? Weil du ja quasi, du bist ja auch oft manchmal zu sehen in den Streams, bist auch ein Star. Musst du manchmal Autogramme mitbringen für deine Mitschüler von der Oma? In der 5. Klasse fragen mich ab und zu ein paar, ob sie ein Autogramm kriegen von der Oma. Ja. Schaut ihr denn auch sonst YouTube, andere Kanäle? Und falls ja, was schaut ihr da so? Worldwide Wohnzimmer. Sehr gute Antwort, sehr gut. Zehner kriegst du gleich nach der Show. Ich persönlich finde es richtig schön, dass es auch so einen Kanal auf YouTube gibt und dass es auch bei Twitch solche Kanäle gibt. Finde ich richtig toll. Nicht nur sowas, was wir machen, Trash oder irgendwelche YouTube-Stars oder Leo Mascher oder Aporetz, sondern auch mal wirklich Kanäle mit Klasse. Wird allgemein gesagt, dass wir Kultur reinbringen. Aber gibt es denn noch einen anderen Märchenkanal? Ja, hast du das schon mal gesehen? Außer unserer, wir erzählen auch viele Märchen. Es gibt einen, aber die machen so zeichentrickmäßig dann die Erzählungen. Modern halt, gell. Aber ihr seid einzigartig quasi. Es ist einzigartig, ja. Das kann man schon sagen. Du bist ja jetzt 87 Jahre alt oder jung? Oder 86? Ich war jetzt im September 87. Und viele Menschen in dem Alter sind meiner Meinung nach, die kommen immer so in sich gekehrt rüber. Und ich finde das sehr positiv, dass du
dass du bist ja quasi, du möchtest, auch wenn du es technisch nicht machst, du bist ja quasi für die jungen Leute da und dir macht es ja auch alles Spaß. Unheimlich. Ich bin ungeheuer interessiert an allem. Auch unterwegs ist, habe ich dann einen fantastischen Stein gesehen. So einen, da hätte ich mich gern wissen, was das für eine Art ist. Mhm. Ich hätte ein liebstes Stückli davon gehabt. Mich interessiert alles. Gell? Und außerdem sind wir ja echt ausgehungert, meine Generation. Mhm. Unser Leben war ja... Du bist ja 31 Jammer. Geboren. Kummer, das heißt, und Jammer, gell? Wir kannten ja keine ausländischen Bücher, Musik, nichts. Mhm. Das war alles ein Brei, gell? Mhm. Das interessiert mich ungeheuer, gell? Alles. Würdest du sagen, du holst es nach ein bisschen? Ja, unbedingt. Und ich sehe auch in den Fans oft meine Geschwister, die ich alle schon verloren habe, teilweise im Krieg. Ich habe sehr viele Menschen verloren. Die irgendwie heilen die Wunden, mhm. diese Zuwendung, gell? Hätte ich vorher natürlich nicht gedacht, gell? Das ist unglaublich. Wie lange wollt ihr das denn noch machen? Oder einfach bis zum bitteren Ende? Bis ich nicht mehr kann. Ja. Er kann ja noch lang, gell? Aber ich. Er kann auch lang. Solange ich sprechen, sehen, meine Augen sind auch noch die besten, und gehen kann, werde ich es machen. Die nächsten 100 Jahre. So mache ich es. Mit diesen Worten verabschieden wir uns. Schreibt euer Lieblingsmärchen in die Kommentare. Gebt einen Daumen nach oben. Abonniert die Marmeladenoma natürlich. Schaut in den Streams vorbei auf jeden Fall. Und sich. Habt einen wunderschönen Tag. Auf Worldwide Wiedersehen und Farewell.